Achso. Ja. Oh, ah, Gegenverkehr. O, I, U, U, A, A, Wir spielen heute ein Spiel, das heißt What's in the Box. Und weil der Name nicht schon hergibt, wie das Spiel funktioniert und ich es auch nicht erklären kann, habe ich ein Intro vorbereitet. Oh. Wow. Hallo. Habt ihr Lust, ein Spiel zu spielen? Ich jedenfalls nicht. Ha, das war eine Lüge. Natürlich habe ich mega Bock, denn wir spielen heute Was ist in der Kiste? Wir ermitteln, wer von euch am besten lügen kann. Reihum bekommt immer einer oder eine von euch eine Kiste mit geheimem Inhalt vorgesetzt. Dann darf die Person reinschauen und beschreibt den anderen entweder akkurat den Inhalt der Kiste oder erfindet frei irgendetwas. Die anderen dürfen Fragen stellen. Sobald sich alle anderen entschieden haben, ob die Person lügt oder nicht, wird der Inhalt der Kiste offenbart. Dann bekommt die Person mit der Kiste Punkte für jede Person, die sie falsch eingeschätzt hat. Okay. Eigentlich ganz einfach. Und der Gewinner erhält 1 Million Euro. Ha 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 ha. Das war gelogen. Wie cool! So, okay. Ich habe ja schon mal eine Testkiste vorbereitet, so zum Reinkommen. Wer will denn mal die Testrunde vorführen an sich? Kommt, Tim sitzt hier schon gerade so. Also du hast quasi jetzt was da drin. Entweder beschreibst du das, was drin ist, oder du denkst dir irgendwas aus, was nicht drin ist. Denkst du jetzt einfach möglichst viele von uns davon, vom Gegenteil zu überzeugen, also einfach uns anzulügen. Dass wir glauben, okay, da ist niemals jetzt eine pinke Spritzpistole drin. Ja, klar, so zum Beispiel. Okay. Das ist dein Job. Schau mal rein. Okay. Hat gar nicht reingeguckt, da ist nichts dran. Muss jetzt beschreiben, ja, aber ich sehe. Mhm. Oh, oh, oh. Das hat 2 Löcher. Da rein. Das ist ein Würfel? Nein. Okay. Es hat 2 Löcher. 2 Löcher. Es ist aus Metall. Mhm. Rohr. Okay. Metallrohr einfach? Ja, was ist es denn? Ach so, soll ich sagen, was es ist? Ja, du kannst alles sagen. Ach so, also ja. Ah, okay, da ist eine Schere drin. Einfach eine Schere? Ja, da liegt eine Schere drin einfach. Aber ich dachte, das. Okay. Warte, trollt er uns gerade oder ist er. Warte mal, weiß. Nee, ich glaube, er ist sincere. Er hat auch angefangen, der hat 2 Löcher so zum Reingreifen halt, wie du bei einer Schere. Ja, ich dachte, ich hab das falsch verstanden. Nee, okay, du kannst machen, was du willst. Du kannst auch nur beschreiben. Ich muss den Gegenstand beschreiben, ja, hab ich gedacht. Okay, ist eine Schere. Ist doch fein. Wer von euch denkt, da ist eine Schere drin? Wirklich? Wer glaubt, da ist keine Schere drin? Achso, Keine Schere. Schere. Als ob ich mich jemals anlege. Schere! Geil! Aber gut gespielt! Ich dachte, ich muss beschreiben! Voll gut gespielt! Ach, guck mal, Punkte! So, ich würde einfach jetzt hier die Reihenfolge übernehmen. Also, ich würde sagen, Leon fängt an und dann machen wir einmal durch. Okay. Leon hat die erste richtige scharfe Kiste vor sich. Die ist wirklich scharf. Ich hab mich schon geschnitten. Oh, ist das ein Hinweis? Ja. Los geht's. Hast du reingeschaut? Okay, ich guck rein. Sieht man das? Ja. Okay. Na gut. Ja, was wollt ihr wissen? Was ist drin? Wie sieht das aus? Also, ist ein Buch drin. Ein Buch? Ein Buch. Okay, welche Farbe? Braun. Augenbrauen hochgezogen. Ist es natürlich auch gesehen. Mhm. Ist es ein Buch über ein Videospiel? Nein. Schon wieder. Ist es jetzt so krass, wenn ich frage, was auf dem Buch draufsteht? Das alles fragen. Ja, ich denke auch, du darfst alles fragen. Was ist denn der Titel des Buches? Da steht drauf Lenin. Lenin. Aber so was warum haben die sollten ja nicht. Die sowas hier haben? Wie dick ist das Buch? Also ungefähr so. Mhm. 2 Zentimeter, 3 Zentimeter. Kannst mal fühlen und gucken, wie viel es genau ist. Also ja, ich fühle Oh ja, sehr dick, sehr dick. Ist das nur das Buch oder ist da noch irgendwas dran am Buch? Da ist noch mehr drin, gut, dass du fragst. Ja. Da ist noch mehr drin. Hey, jetzt flunkert er doch. Eine Lupe drin. Lupe! What the fuck? Ja. Okay. Das ist eine Lupe, damit man halt zum einen gut lesen kann. Okay. Und da ist zusätzlich noch ein kleines Blatt Papier drin, wo draufsteht, dass es ein Hypothekenbrief ist. Hypothekenbriefe. Ja, also kann man mit der Lupe. Aber das ist so ordentlich spezifisch. Wie würde man im Kopf auf Hypothekenbriefe kommen? Aber warum sagt er jetzt erst, dass da eine Lupe drin liegt? Ja, wir haben mich gefragt. Also ich hätte jetzt gesagt, dass er lügt. Ja. Okay, wer sagt, er lügt? Ich sag, er lügt. Du musst stark bleiben, Tim. Los. Okay. Das war irgendwie ein bisschen sass jetzt gerade. Das Ende war mir sass. Ich sag, er sagt die Wahrheit.
Du sagst, ich sag die Wahrheit. Ich sag, da ist ein Buch von Lenin drin, mit einer Lupe und einem Hypothekenbrief. Ja. Okay, Tim, jetzt kommt das. Pass auf, jetzt, das ist da wirklich jetzt drin, pass auf. Warte. Was? Ach, als ob. Wow. Ist das krass. Das ist ja krank. Ich habe erst nicht gerafft, dass Monopoly-Sachen sind, deswegen habe ich erst so gedacht, hey, wo ist das Hypothekenbrief? Da habe ich nochmal reingeguckt, ah, okay. Okay, krass. Wo habt ihr das denn hergeholt? Ja, das frage ich mich auch, wo Andi sowas ausgräbt. Ich hoffe, ich habe was Cooles da drin. Krass. Okay. Okay. Ich habe... Das ist ein Schachbrett. Das wäre cool. Ich habe so eine Tafel drin, ne? So eine Kindertafel. Kinderschokolade? Kennt ihr so diese weißen Kindertafeln, wo man so drauf zeichnen kann? Mhm. Ja. Mit so einem Stift? Ja. Und dann kann man, glaube ich, an der Seite kann man so ziehen und dann wird das wieder weiß. Und dann kann man wieder... Check ich. Kenne meine Antwort schon. Und da drauf ist Jesus. Was? Jesus. Jemand hat Jesus auf diese weiße Kindertafel Jesus gezeichnet. Jesus ist da drauf. Ist das irgendwie ein Bild von Jesus oder ist er drauf gezeichnet worden auf dieses weiße Kindertafel? Da ist Jesus drauf gezeichnet auf diesem Board. Aha, ja. Und es wirkt so, als ob er eine Aura um sich hat oder so. Ich bin richtig branded gerade, ich bin so... Also, okay. Na, also von Leon war schon so komisch gerade, das würde ich mir auch glauben. Ja, stimmt mal ab. Wer glaubt ihm? Ich glaub dir. Ich glaub ihm auch. Weil es so komisch ist. Glaub okay, Hälfte, Hälfte. Ja, wir glauben's nicht. Dann... Ja, ihr beides. Fernseher an. Ja! Oh, oh ja! Ja. Hey, wie gut ist der gezeichnet? Das sollte die Mona Lisa sein eigentlich. Oh. Ja. Es könnte auch vielleicht Jesus sein. What? Es hat ein bisschen was von beidem. Es könnte auch die Statue aus Rio de Janeiro sein. Alter! Ich bin mir so sicher, dass du lügst, oh mein Gott. Ich guck rein. Mach ich ganz auf die Kamera. Achso, ja, ich muss auch vielleicht mal meine Gusche nicht davor halten. Ich habe in meiner Box eine rote Paprika und daneben eine Gabel. Einfach nur das? Nur das. Und einfach nur eine Gabel, mehr ist da nicht dran. Einfach nur eine Paprika und eine Gabel nebeneinander. Ja. Was für eine Gabel ist es? Ist es irgendwie besonders? Sieht die irgendwie anders aus als normal? Nö. Paprika ist auch einfach so da drin? Ja, die liegt da einfach so drin. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich habe meine Antwort. Oh. Ich auch. Ich kann es echt nicht einschätzen. Dann sag doch mal, wer glaubt Linda? Glaube ich auch. Nee, ich nicht. Wieder Hälfte, Hälfte. Oh, oh nein! Let's go. Gameboy? Was ist aber guck mal, war auch rot, der Gameboy. Ja, ja. Wie krass. Ich dachte mir, wenn man immer nur das sagt, was wirklich drin ist, ist zu langweilig. Oh, ich will das noch. Ich wollte ein Risiko machen. Ja? Also ich finde, Lügen ist viel schwieriger, als einfach das sagen, was drin ist. Ich glaub, das aber ich wollte die Challenge. What the fuck is that? Er überlegt sich gerade, was er sagen kann. Er weiß nicht, was es ist. Ja, was ist in deiner Box drin? Es ist rot. Hat schon wieder rot. Es ist... Ich kann es gar nicht beschreiben, was es ist. Also, wir haben hier ein asiatisches Spielzeug drin. Asiatisches Spielzeug? Bitte was? Ja, ein rotes asiatisches Spielzeug mit einem Gesicht drauf. Aber kannst du den Namen des Objektes nennen? Kennt ihr diese russischen... Matroschka? Genau, die man so rauszieht. Ja. Und die immer kleiner werden. Ja. Sowas in der Art, aber es ist es nicht. So okay. In die Richtung geht's. What? Aber dann wissen wir jetzt gar nicht genau, was drin ist. Weil er es auch nicht weiß. Aber weiß das auch nicht oder lügt er? Kannst du noch mehr beschreiben, was du sagst? Da ein paar Details. Ist da nur dieses Spielzeug drin oder noch was anderes? Es ist nur das Spielzeug drin. Kannst du mal so ein bisschen? Es ist ungefähr so groß. Also es ist wirklich eine kleine, wie hast du gesagt? Matroschka? Matroschka in männlich. Ja. Also ein kleiner Mann oder was? Es hat keine Füße und gar nichts. Also Matteo. Was trägt es? Ist das so kleiner rund Mann. Unten? Nee, es hat so einen kleinen Aufsteller unten dran. Also es ist ein Aufsteller? Es steht auf so einer Podest quasi. Plattform. Was ist das? Ich frage mich wirklich, was die da reingemacht haben gerade. Da bin ich auch sehr gespannt. Er hat auf jeden Fall sehr dicke Augenbrauen, der Mann. Da kann halt wirklich was drin sein, wo er echt nicht weiß, was das ist, oder er playt uns. Aber warum sagt er jetzt erst das mit den Augenbrauen? Warum ist es jetzt ein Mann? Finde ich übel schwierig. Ich kann ihn nicht lesen. Nach der ersten Runde bin ich geschädigt also bei Timmy. Er hat sehr dicke Augenbrauen und er hat auch unter dem Mund hat er auch Bart und hier auch Bart, aber nur so Striche. Ich sag die Wahrheit. Ich glaube auch, weil warum würde der das nicht benennen? Warum würde er das nicht benennen, wenn er... Ich glaube, da ist wirklich was drin, was er nicht weiß, wie das heißt. Drei haben wahr gesagt, genau. Und Leon hat es ihm nicht abgekauft. Pass auf, dass jetzt irgendwas... Oh nein. Ja. Oh. What? Ja, ich war so, warum würde
eher nicht sagen, was das ist. Was ist das? Kennen diese Dinger. Aber was ist das? Wie heißt denn das? Ich glaube, Chat hat das erkannt. Das ist irgendwie eine Daruma-Puppe, heißt das anscheinend. Hol das mal raus. Ah, okay. Hol die mal raus und versuch die mal schräg hinzulegen. Ah, die geht immer wieder auf. Die kippt immer wieder um. Oh. Ah. Ich bin bereit. Okay, was hast du in deiner Box? Ich habe mehr als ihr alle anderen. Ich habe 4 Sachen drin. 4? Also ich habe eine pinke Pantoffel drin. Kartoffel. Eine pinke Pantoffel drin. Ja. Oh, schon verstanden. Ist das ein Tuch? Das ist, glaube ich, ein Brillenputz. Das ist so geriffelt. Mhm. Und ich habe einen Flaschenöffner drin. Mhm. Ich kenne das letzte Mal. Gab es hier pinke Pantoffeln? Das sieht aus wie so ein Schnauzer, wie so ein also es ist so ein Fake-Schnauzbart? Ja, genau. Das ist einer, den man sich so ankleben kann. Okay. Und die Reihenfolge war wie nochmal? Die liegen alle einfach so übereinander. Übereinander? Also, ja, die Pantoffel liegt ganz unten. Ist ja die ist auch benutzt. Die ist benutzt. Die Pantoffel ist benutzt? Ja. Wie sieht man, dass das benutzt ist? Woher weißt du das? Ja, die ist halt, du siehst halt, dass sie schon getragen wurde. Okay. Ja, die Pantoffel. Pantoffel ist so ein Hausschuh, oder? Ja, genau. So ein Hausschuh halt. So einer halt nur. Mhm. Und ein Brillenputztuch, glaube ich, weil das ist so an den Seiten so geriffelt. So. Ja, also Mikrofaserding. Ja, und ich glaube, es ist ein Schnauz. Es hat so einen Stoff wie von so einem Fake-Rasen so. Ja. So, ja. Das war's. Wie sieht denn der Flaschenöffner aus? Ist es irgendwie besonders gefärbt? Oder der Flaschenöffner ist lang und schwarz. Und lang? Hat 2 Öffnungen. Ja. Okay. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube ihr das. Ich auch. Also ich wäre ready zum Einloggen, glaube ich. Ja, ich auch. Okay, ich auch. Okay. 3-mal Wahrheit, ich 1-mal Lüge. Ich sag mal, das hat gelogen. Wenn du jetzt hier gelogen hast. Also das wäre ja so krass, die ganzen Sachen sich auch auszudenken dann so. Das Ding ist, ich weiß, es gibt einen pinken Pantoffel. Oh. Das ist natürlich Metagaming. Das ist Metagaming. Du bist disqualifiziert. Deswegen, aber die anderen Sachen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Wie kommst du auf Flaschenöffner, Pantoffel, Brillentuch? Ja, also, Leute, ich kenne doch mein Duo. Also fairerweise, ich weiß nicht, also der Schnauzer ist richtig, aber ne? Ja. Also es ist so eine Halbwahrheit gewesen. Aber ich würde sagen, das ist trotzdem, du hast genug selber erfunden. Das war trotzdem krank. Ja, ich hab du hast einfach wirklich Sachen gedacht, die du gesehen hast im Studio. Angemerkt. Das ist ja krass. Es gibt, ich weiß, dass es eine pinke Pantoffel im Spiel gibt. Den Flaschenöffner haben wir jetzt auch schon mehrmals gemacht. Ich dachte so, okay, safe, das weiß ich niemals. Ich habe noch gar keinen pinken Pantoffel gesehen. Brillenputztuch habe ich genommen, weil du Brillenträger bist. Das ist ja so genius. Ich habe aus Versehen 4 statt 3. Ich wollte eigentlich 3 Sachen sagen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht und dann weißt du, scheiße, was ist das 4. Was ist das ist so krass. Okay, seid bereit? Ja. Ja, guck ich mal rein, ja? Ja, Mr. Bonschwer. Find's immer spannend zu sehen, wer lügt und wer nicht. Ach ja. Okay, das wollt ihr wissen. Na, erzähl doch, was da drin alles ist. Ich würde gerne wissen, was in der Box ist. Wie sieht es aus? Leg die Wahrheit auf den Tisch. Also, es ist da drin, es sind 2 Sachen. Ja. Die erste Sache ist ein Plüschtier. Mhm. Was für eins? Es ist so ein kleiner Hund, aber der ist ein bisschen ausgefranst schon, also irgendwie ein bisschen älter und benutzt aus. Die zweite Sache, die da drin ist, ist eine Figur. So eine Plastikfigur. Musst du fragen, was für eine Figur? Ja, was für eine Figur? Sehr gut. Dark Souls. Dark Souls? Mhm. Welcher Charakter? Kennst du die Black Knight? Ja. Macht er nur Black Knight. Okay. Welche Farbe hat der? Der ist schwarz. Scheiße, er hat uns überführt. Er sagt die Wahrheit. Kannst du dir den Black Knight nochmal genauer angucken und irgendwie Auffälligkeiten ist irgendwas an dem? Okay. Wie groß ist der ungefähr? Also groß ungefähr so 10, 15 Zentimeter, also ungefähr so. Mhm. Das sind nichts, egal. Ansonsten, der hat ein Schild in der einen Hand. Ja. In der einen Hand. Und in der anderen Hand hat er ein großes Schwert. Magst du den? Nein. Ich finde ihn cool, ja. Ich hätte und die Figur im Game gerne. Findest du ihn auch cool? Ja. Ich hätte die Figur gern selber. Naja, dann nimm doch. Nimm doch. Okay, ich weiß es. Boah, was darf nicht zusammenspielen. Oh Mann. Wir dürfen ja auch ein bisschen lügen. Lüge, okay. Ich sag, Leon wird mich nicht anlügen. Ich sag Lüge. Wahrheit? Du sagst Wahrheit? Ich sag 2 Wahrheit. Okay. Lüge. Also, ich sag auch Lüge. Also wir haben 2-mal Wahrheit, 2-mal Lüge. 50-50 wieder. Aber der Reveal? Nein! 2-mal leer! Ich weiß überhaupt nicht so. Okay, was überlege ich mir jetzt? Oh mein Gott! Okay. Na gut. Geil. Ich bin ready. Für den folgenden Gegenstand. Lügen ist immer schwieriger, finde ich, als... Okay. Ja. Da ist eine Kerze drin. Okay. Welche Farbe? Brennt sie noch? Ist es die 10 Jahre Bonschwa-Kerze? Die brennt, die Box nicht. Brennt. Okay, dann ist gut. Da ist unter anderem eine Kerze drin. Ah, nochmal. Aha, okay, ja. Was denn noch? Da ist noch so ein Ding, damit wird ein Gerät, was gerade die Breite der Kerze misst. Ist die gerade umgefallen?
Da ist ein Ding dran, was das misst gerade die Kerze ist. Was bedeutet das? Die Breite der Kerze? 4 mm dick. 4 mm? Das ist ganz schön groß. Da ist ein Gerät dran. Wie sieht's denn aus? Beschreib's mal. Ist es Silber? Ja. Messgeräte sind Silber. Das stimmt. Das geht bis stabile 15 cm. Die Kerze ist 4 mm. 4 mm. Das ist ein halber Zentimeter. Hä, dafür hast du ja gar nichts. Das meinst so. Zentimeter? 4 Zentimeter? 4 mm ist die Kerze. Was? Das ist so. Warte, aber das kann ja nicht sein. Und die Kerze ist pink, weiß gestreift und geht in Kringeln hoch. Das kann wirklich sein. 4 mm. So eine Geburtstagskerze kann wirklich so aber groß sein. Sind die geht ist doch gestreift. Aber nicht so klein. Die ist nicht... 4 mm ist gigantisch. Die ist nicht gerade, die Kerze. Die geht ja, im Kringel. Normal. Die sind nie gerade. Die Kerze geht im Kringel. Ja. 4 das Millimeter. Muster von der Kerze. Breit? Das Nein, Muster die Kerze. Kerze selbst. What? Wie ist die Kerze nochmal, die Farbe? Pink-weiß. Hast du nicht davor lila gesagt? Du hast davor lila gesagt, oder? Nee, pink-weiß. Nee, pink hat er gesagt. Ich wollte ihn gerade überführen, Mann. Oder hat er doch lila gesagt? Gut, okay, ich weiß es. Okay, wollt ihr voten? Wer glaubt ihm? Boah, das Ding ist, ich würde ihm gerne nicht glauben. Nee, ich würde ihm gerne. Nee, warum? Warte mal. Ich würde ihm gerne nicht glauben, aber das, was er sagt, ist so: Wie kommst du denn darauf, eine Kerze und dann ist da so ein aber Messgerät? Aber er hat doch gerade gefragt, wer glaubt, dass ja, er. Ja, ja, deswegen, ich überlege, ob ich die glaube. Nee, dass er die Wahrheit sagt. Ja, ja, das ist ja mein Problem. Ja. Also, weil wie würde lügst. Man auf sowas alle kommen? Lügen. Alle Lügen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, du lügst, ja. Alle vier Lüge. Okay, dann mach mal. Ich bin mir nicht sicher, na gut. Vier Lügen. Ich wollte eigentlich sagen, ich glaube ihm. Ja, ich glaube ihm. Gesagt. Kann ich noch sagen, ich glaube ihm, man hat ja noch nichts gesehen. Lol. Was ist das? 6 Punkte! Ja! Wow. Oh mein Gott. Krass. Okay. Oh, die Box leuchtet. Oder? Oder bin ich doof? Oh. Das ist geil. Das ist geil. Oh, oh mein Gott, es ist eine Fortnite-Chest. Alter, die goldene Ska. Oh mein Gott. Jesus Christ. Alter, das ist einfach... Die hellste Taschenlampe, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Taschenlampe? Da ist eine Taschenlampe drin. Okay. Die schreit gegen die Wand. Deswegen sieht man das, glaube ich, auch hier so. Ja. Und beamt mich einfach aus meinem Leben raus. Nicht so stark. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, was da noch liegt. Ich glaube, es ist ein Kaugummi. Was kann es denn sonst noch sein? Sechsmal? So ein. Nee. Ich glaube, es ist so ein verpackter Kaugummi. Ich habe nur Spaß gemacht. Was für ein Kaugummi ist das? Also ist es eine Silberfolie oder ist es in einer richtigen Packung noch drin? Ist so silbern eingepackter, so ein länglicher Kaugummi. Oh, ich hab da richtig reingeguckt, ich sehe nichts mehr. Also eine Taschenlampe und ein silber eingepackter langer Kaugummi. Ja. Ich glaube, ich weiß. Ich auch. Boah, ja. Ich glaube ihr irgendwie. Wenn ich glaube ihr auch. Echt? Ich glaube ihr nicht. Ich glaube ihr. Ich glaube ihr nicht. Was kann sonst noch leuchten? Oh, pass auf. Auf dem Planeten okay. Erde. Ein Baustrahl! Ein Baustrahl! Ey, das Schlimmste war, ich wollte halt wieder lügen. Ja. Weil ich denke, Lügen ist immer schwieriger als. Und dann mache ich das auf und es leuchtet. Und ich so. Ja. Und ich war so, was leuchtet noch? Was leuchtet noch? Okay. Ich sehe ein Messband. Mhm. Ja. Einfach nur ein Messband. Ja, so ein, ne, so ein Zoll, was man so rausziehen es kann. Ist nur ein, es ist nichts anderes drin, ein Messband. Doch, da ist noch mehr drin. Doch. Okay, dann was warte, hast du ich muss mal kurz gucken. Ja. Ah ja, okay, check. Also, auf dem Messband liegt ein Glas. Ein Glas. So ein Trinkglas? Nee, so ein Aufbewahrungsglas. Aufbewahrungsglas? Und... Naja, in dem Glas ist ein Hot Wheel drin. ist so ein Maßband zum Ausziehen, hast du gesagt. Mhm. Wie sieht denn das Gehäuse, sag ich mal, aus, wo es sich rein und raus zieht? Oh ja, sehr gut, sehr gut. Schwarz-dunkelblau. Schwarz-dunkelblau. Ja. Gibt es da irgendwelche Sachen, die draufstehen? Auch wieder da so irgendwie so Firmenlogo oder sowas? Ja. Was da steht Bosch drauf. Bosch. Ja. Okay, ich weiß. Ich bin was auch bei Entscheidungs. Okay, wer glaubt ihm? Ach komm, also ich weiß gar nichts mehr, ich also sag nein. Also bei Timmit ist der Schwierigste. Ich sag, er lügt. Okay. Bei Timmit kann ich überhaupt nicht rausfinden. Oh! Oh, was ist stimmt da? Na, was ist denn da in deiner Box, Maluna? What's in the box? In der Box ist noch eine Box. Oh. Oh. What's in the box? A box. Was für eine Box ist es denn so? Na... Sieht aus wie die hier, nur ein bisschen kleiner halt. Ja, okay. Kannst du in die Box reinschauen, die da noch drin ist? Ja.
Kannst du das mal machen? Die ist offen. Was, ist, was ist in der Box? In der Box? In der Box ist ist ein Geldstück, ist ein 2-Cent-Stück drin. Ein 2-Cent-Stück? Ja. Ist die Zahl oder die Kopfseite oben? Die Zahlseite so. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich so ist, sie aber extra lange überlegt hat, genau das denke ich mir auch gerade, um uns zu verunsichern. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Das ist mein Gefühl gerade. Also du hast eine Box, in der Box, dann ist ein 2-Cent-Stück und das Kopf oben. Kopf ist oben, ja. Es war voll Zahl! Es war voll Zahl! Oh mein Gott, du hast sie erzählt. Oh mein Gott! Du hast sie dann gekriegt. Wie cool! Viermal Lüge! Okay, also ich bin eingeloggt. Ich bin jetzt eingeloggt. Wollt ihr abstimmen? Ja, das war okay. Ja, okay, nee, das hat mich richtig abgeholt jetzt. Ich sage nein. Ich sage wenn Leon jetzt reingeschissen hat. Ja, nein, ich weiß genau, er hat gefragt Zahl und dann hat sie Zahl gesagt und dann hast du gefragt Kopf oder Zahl und jetzt hat sie Kopf gesagt. Ja, okay. Lüge, Lüge, okay, sag mal her. Lüge, Lüge. Oh. Sie hat euch einfach alle geplayt. Oh mein Gott, Leon. Leon, Wait, aber war es jetzt Zahl oder es war Zahl, ich habe mich einfach nur versprochen. Aber Leon! Oh, ich hätte nämlich mal gesagt, weil sie so authentisch gelogen hat. Können wir nochmal in die Box reingucken? Leon hat uns reingeritten. 4 Punkte, damit hat sie gewonnen. Ehrlicherweise wollte ich habe Zahl gesagt, dann habe ich aber nur weitermachen und gesagt, ja. Ist Kopf und dann hast du so, oh, sie hat Kopf gesagt. Ich wollte gerade noch so korrigieren. Ich war so, warte mal. Ja. Schlau. Lass mir das mal so. Aber die Idee war gut. Ja, die Idee war gut. Scheiße. So, ja, das war aber auch die letzte Box. Damit ist das Spiel vorbei. Das war cool. Das hat danke, echt Spaß Andi gemacht. Tschüss. Das war schön. Ey, das ist so ein cooles Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, richtig Spaß, cool. Hat Spaß gemacht.